Viele Experten waren sich einig, dass der haushohe Favorit bei der 37. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der TuS Bövinghausen ist. Viele Fans freuten sich besonders auf Ex-Profi Kevin Großkreuz. Und man gab auch den Ton sofort an im ersten Spiel am Freitagabend gegen den Hörder SC. Man besiegte den A-Kreisligisten mit 3:0. Tore erzielten Ilger Algan in der 2. Minute sowie Sesser Toy in der 9. Minute zum 2:0. Und den 3. Treffer erzielte er ebenfalls. Und das war ein Auftakt nach Maß natürlich für den TuS Bövinghausen am Freitagabend bei der Endrunde. Auch im 2. Spiel lief es gut für den TuS Bövinghausen mit Kevin Großkreuz. Man besiegte den FC Brünninghausen 3:0. Die Tore erzielte Marco Onuka in der 7. Minute, Ilker Algan zum 2:0 und Sesser Toy machte das 3:0. Kevin Großkreuz war sehr zufrieden, wie der erste Tag bei der Endrunde der 37. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft lief. Ja, aber erste Tag wieder reinkommen, alles gut, wir sind weitergekommen, wir bleiben immer ruhig, auch wenn wir in Rückstand gehen. Und was für diese Mannschaft für eine Klasse hat, das ist nicht normal im Amateursport. Ja, und die Mannschaft von Kevin Großkreuz musste dann am 2. Tag gegen den VfL Kemminghausen antreten. Und dann erschreckte sich der TuS Bövinghausen. Es heißt plötzlich 1:0 für Kemminghausen. Yannick Kube erzielte einen sehenswerten Treffer, der Torhüter über das ganze Spielfeld. Und das war eine Überraschung, dass der VfL Kemminghausen gegen den TuS Bövinghausen in Führung ging. Und dann sahen die Fans des VfL Kemminghausen Kevin Großkreuz und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Abgezockt, exzellent erzielt er den Ausgleich in dieser Begegnung gegen seine alte Liebe VfL Kemminghausen. Also Riesenstimmung jetzt auch bei den Fans des TuS Bövinghausen. Und sie hofften natürlich, dass es jetzt weitergeht und der TuS Bövinghausen kam immer besser ins Spiel. Kevin Großkreuz legt exzellent den Ball vor. Und das war die Entscheidung. 2:1 gewinnt der TuS Bövinghausen verdient gegen den VfL Kemminghausen. Und Kevin Großkreuz guckt natürlich immer gerne zum VfL. Für Kemminghausen ist das doch schon eine Sensation, dass sie so weit gekommen sind. Da kann man nur den Hut vorziehen. Haben eine gute Leistung gebracht, haben sich immer gesteigert gegen uns, haben es gerade schwer gemacht. Wir mussten ja, Vollgas geben, das haben wir getan. Und Kemminghausen wünsche ich auf dem Platz alles Gute. Wir sehen uns eh. Und ja, tolle Fans von Kemminghausen, tolle Leute und das werde ich immer bei mir behalten. Ja, natürlich, Heimatverein wird in meinem Herzen sein auch und ich kenne hier viele Leute, nicht nur von Kemminghausen, von vielen Vereinen und wie die mich jedes Mal aufnehmen, ist sensationell. Ich freue mich hier zu sein, ich will ein bisschen Spaß haben mit der Truppe, mit den Fans und das macht es mir unglaublich. Und dann musste der TuS Bövinghausen antreten gegen den ASC 09 und das war das Topspiel des Tages. Den Jungs gesagt, habt einfach Spaß und alles spontan, wir haben nichts geplant. Es gibt so viele gute Mannschaften hier, spielen wir gleich gegen ASC, Liga-Konkurrent, die richtig gut sind, da müssen wir sofort im Spiel sein, keine Fehler machen, wir sind gewarnt und da ist nicht ein Selbstläufer, aber was die Mannschaft bis jetzt abgeliefert hat, ja, ich glaube, das gab es in Dortmund noch nicht. Und das musste die Mannschaft jetzt beweisen gegen den ASC 09. Beide Mannschaften sind in der Oberliga aktiv, der TuS Bövinghausen belegt ja dort den 2. Platz. Kevin Großkreuz und dann heißt es 1:0 für den TuS Bövinghausen. In der 2. Minute durch Marco Onuka, der Torjäger in den Reihen des TuS Bövinghausen, erzielt den ersten Treffer in diesem Topspiel. Riesenstimmung natürlich jetzt bei den Fans des TuS. Nach 4 Minuten sahen die Zuschauer dann diesen Angriff und Michael Wess für den ASC 09 erzielt den Ausgleich zum 1:1. Klasse vorbereitet, also eine sensationelle Stimmung mittlerweile in der Helmut-Körnig-Halle noch einmal sehr gut vorbereitet und ein Treffer nach Plan, wenn man sieht, also wie klasse der ASC den Ball laufen lässt. Das machte den Trainer des TuS Bövinghausen nachdenklich. Beide Mannschaften waren hoch motiviert und zeigten eine wirklich hervorragende Leistung. Es gab viele Torraumszenen zu sehen und klasse Torhüterparaden auf beiden Seiten. Und besonders die Fans des TuS Bövinghausen feierten auf der Tribüne. Es ging richtig zur Sache, aber das Spiel war nicht unfair, das muss man sagen. Hier gab es eine verletzungsbedingte Unterbrechung und daraufhin auch
ein wenig Unruhe, eine kurze Rudelbildung, aber dann hat man sich wieder vernünftig untereinander vertragen und der Schiedsrichter brauchte auch keine Karte zeigen. Kevin Großkreuz immer im Blickpunkt und er machte ein gutes Spiel. Jetzt mal den Originalton meiner Kollegen. Jetzt die Möglichkeit, aber stark gehalten und... Und jetzt vielleicht der Konter, Überzahl. 3 auf 2, nein. Aber stark verteidigt und den Ball geholt. Jetzt eine 2 gegen 1 Situation, spielt raus, Alka. Super gehalten. Super gehalten, wirklich. Möglichkeiten hier irgendwie auszuhebeln. Und das war so eine Kleinigkeit und Großkreuz. Was für eine fantastische Stimmung erlebten die Besucher, auch die Fans des ASC. Nach 10 Minuten wurden die Seiten gewechselt bei einem Spielstand von 1:1. Daniel Schröder und Uwe Sesny, unsere Kommentatoren, gingen richtig sehr mit. Sehr toll, sehr, sehr toll, sehr, sehr toll. Schön super quergelegt. Rausgelegt. Was hält der? Was hält, was hält der denn alles? Und da ist das Tor! Diesmal angepfiffen, Luis Weiß. Mehrfacher Torschütze gestern und auch schon heute. Und was für ein wunderschöner Treffer. 2:1. Uwe, kommt Tuss-Bövinghausen noch zurück? In diesem Spiel ist alles möglich. Wirklich, wirklich alles. Alles. Da sehen Sie die angespannte Bank vom ASC. Ja, und Oberliga. Ah, jetzt hat die Riesenchance. Und wieder gehalten. Das gibt's doch gar nicht. So ein schöner Spielzug. Und auch auf der anderen Seite. Ricardo Seifried genauso. Qualität auf beiden Seiten. Dafür hier ja, schwerer Fehler. Und auch da, schwerer also, Fehler von Lars Laschewski. Da, ja. Da hat er sich düpieren lassen und schon stand er frei. Aber wieder Joel Nickel. Jetzt vielleicht überwunden. Nein, immer noch nicht. Schmeling jetzt hier. Fehler. Jetzt vielleicht. Super rübergelegt. Oh. Daniel Schöpfer. Da ist er. Alter Falter. Daniel Schöpfer. Super gemacht. Für eine Vorarbeit auch einfach, also wirklich wunderschön. Opoku. So gespannt. Vielleicht jetzt schon der Anschlusstreffer. Ach, das war gar nichts. Das da hat er sich. Auch nichts. Strafstoß? Also denn dann verspätet. Ins Finale einzieht und verladen. Also zum Spiel hätte es jetzt noch gepasst, wenn der Joel Nickel den auch noch gehalten hätte. Ja. Da sieht man es nochmal souverän. Keine Chance. Ja, verladen. Auch da wieder das Bein dazwischen. Und dieses Bein. Feuern! Ablabik schlägt Bövinghausen! Und mit dieser Niederlage hat keiner gerechnet beim TuS Bövinghausen, so wollte mir auch keiner mehr ein Interview geben. Sven, 2-3 Sätze, ganz kurz. Also der Trainer möchte jetzt im Moment auch nicht. Der ASC 09 und Trainer Dennis Hübner war natürlich happy jetzt nach dem Sieg über den TuS Bövinghausen. Stellt doch mal Fragen, ey. Ja, ich weiß. Ich habe uns schon wieder erkannt. Wir wussten ganz genau, das habe ich ja gerade schon bei dir gesagt. Ne? Ich glaube, wir viele haben hier Bövinghausen als absolute Übermannschaft gesehen. Man hat aber, glaube ich, auch gesehen, dass wir in keiner so schlechten Halle gespielt haben. Uns war von vornherein klar, dass wir hier jedem gefährlich werden können, wenn wir alles raushauen. Auf beide Mannschaften hatte man ja gesetzt. Auf TuS Bövinghausen und ASC 09. Der TuS Bövinghausen konnte dann im kleinen Finale antreten gegen den TuS Hannibal um Platz 3. Und da ist es heißt 1:0, das war ein exzellenter Pass. Aber leider ist so eine richtige Stimmung, kommt jetzt nicht rüber. Schmeling war der Torschütze für den TuS. Da kommt die Wiederholung, schau mal. Super, also das macht er wirklich gut. Ja, schön gechippt und dann gut abgeschlossen von Miguel Max Schmeling. Schönes Tor. Ja gut, die Freude ist verhalten auf Seiten des TuS Bövinghausen. Das ist jetzt halt nur das Spiel um den Trostpreis. Mehr ist es halt aus ihrer Sicht nicht. Und da ist der nächste Treffer. Christian Sielei macht jetzt hier das 2:0. Ja, das war ja vorher diesem Spiel schon die Frage. Was passiert jetzt? Dreht TuS Bövinghausen nochmal auf und macht hier nochmal ein gutes Spiel und kommt sogar zu einem Schützenfest vielleicht. Jetzt sehen wir einen sehr schönen Angriff. Und das ist ein Tor des TuS Hannibal. Um die 27er, das?
Das ist Kevin Thomas Fusang, der hier den Kopfballtreffer macht. Und damit steht es 2:1 und alles ist wieder drin. So, und jetzt kann ich... Im Halbfinale hatten sie es selber in der Hand. Sie ja. haben klare Torchancen vergeben. Und jetzt noch einmal der TuS. Und da ist er. Meter Nummer 26. Erfolgreich. Ilker Algan. Da kommt nochmal die Wiederholung. Und das war das dritte Tor des TuS. Hövinghausen. Noch einmal die Wiederholung. Da kann er nichts machen. Guck mal, der schaut und legt eine sehr schön in die Ecke rein. Also 1:3 heißt es jetzt hier. Und das ist auch das Endergebnis. Ja, aber kleine Randnotiz, das war, glaube ich, das 27. Tor von Ilker Algan, also den alten Rekord von Moulin Kademali, knackt er nicht. Kevin Großkreuz und die Mannschaft werden sicherlich nicht zufrieden sein mit einem dritten Platz, aber sie haben dazu beigetragen, dass die 37. Hallenfußballstadtmeisterschaft durch ihr Erscheinen und durch gute Spieler auch sehr erfolgreich zu Ende ging mit einem Stadtmeister ASC 09 Dortmund. Kevin Großkreuz war trotzdem zufrieden, denn er lobte besonders die Fans. Aber auch den anderen Fans. Das macht wirklich alles fair. Auch die Gegenspieler, unheimlich faires Turnier. Alle haben Spaß und das ist das Wichtigste.